Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Bin ein bisschen unterwegs, es ist Sonntag. Hab das Wochenende jetzt nicht allzu viel gemacht. Ich entwickle mal ein paar Käfer für die Quest, für den Kader. Mal schauen, vielleicht haben wir Glück und es wird ein 100er. Ansonsten natürlich wieder Arenen machen. Ich habe gerade eben das Video hochgeladen, wo ich Jörg interviewt habe. Er ist ein krasser Spieler von Twitter, der eine Menge Goldarenen hat. Also falls ihr euch für Arenen und Goldarenen und High-Level-Spieler interessiert, könnt ihr gerne vorbeischauen. So, das müssten drei gewesen sein. Ne, einer noch. Deswegen bin ich natürlich wieder unterwegs. Hat mich natürlich motiviert, dieses Interview. Aber wahrscheinlich wäre ich auch so unterwegs, weil momentan große Ziele bezüglich Goldagen hier in München. Also hauptsächlich der Norden. So, ansonsten ja, was gibt es sonst so Neues? Käfer-Event läuft. Ich habe ein neues Shiny gefangen, also ein Shiny gefangen. Neu war es nicht, es war ein Gekkabohr. Das blende ich euch gleich mal ein. Erstmal das Ninkada. 310, leider nicht. Heute, Leute, ich habe hier ein Shiny Gekkabohr. Außerhalb des Seeders. Wer das Seeder-Video gesehen hat, der hat gesehen, ich habe nur eins gesamt gefangen von zwei. Das erste ist mir geflohen und dann irgendwann noch kurz vor Ende habe ich noch zum Glück einen bekommen. Oh mein Gott. Außerhalb des Seeders mal ein Seeder-Pokémon fangen, ist mir noch gar nicht passiert. Ich habe mal einen Dratini gebrütet, Shiny. Aber das war's ansonsten. Ja. So, IV-Check. Schlechtes Ersatz was sonst, aber eine coole Sache. Freut mich. Ja, das habe ich gestern gefangen. Abgesehen davon, gestern nicht viel gemacht. Die zwei Tagespässe, also Freitag und Samstag der Pass. Und ein paar gehen. Und heute auch wieder ein paar gehen. Dienstag ist das Event auch schon wieder vorbei. Und dann kommt vielleicht ein neues. Glücksfreunde stehen auch vor der Tür. Es gab eigentlich vor ein paar Tagen ein Force-Update. Soweit ich das richtig mitbekommen habe. Also das müsste auch bald kommen. Und Ende April kommt noch dieses Boden-Event mit Shiny Gonon wieder zurück. Abhängig davon, wie viel wir sauber gemacht haben. 7000 Spieler braucht man, glaube ich. Oder 7000 Leute, die da sauber machen. Aber wird schon erreicht, denke ich mal. Ja, abgesehen davon gibt es ein bisschen Gemunkel bezüglich, ich weiß gar nicht, wie ich es auf Deutsch nennen soll. Müsste ich mal nachschauen. Einem Armored Mewtwo. Also einem Mewtwo mit Panzerung. Ob da was dran ist, das werden wir noch sehen. Ich mache jetzt noch schnell die zwei Arenen dahin und dann schauen wir mal, was so abgeht. Bam! Seht ihr das? Blendet ein bisschen. Neue Goldarena. Problem ist, da vorne ist eine Arena und da hinten ist eine Arena. Und die dazwischen habe ich auf Gold. Heißt, ich komme trotzdem vorbei. Bisschen verschwendet. Hätte dort an der Arena ein bisschen weniger füttern müssen. Warte mal, habe ich da überhaupt viel gefüttert? Und dafür die Hinterge oder die Vorderge ein bisschen mehr füttern sollen. Ja, 25 habe ich gefüttert. Also eigentlich gar nichts. Die hielt überraschend lange immer. So Leute, ich habe nochmal die Ninkada-Quest gefunden. Mal schauen, ob ihr da ein 100er ziehen könnt. Ansonsten habe ich zwei Raids hier gemacht, gerade eben. Spontaner Doppel-Raid hier. Neue Gegend. Ich versuche in letzter Zeit eh nur noch da zu raiden, wo ich halt die Arena auf Gold bekommen will. Und nicht mehr genau da bei mir zu Hause. Und da lernt man halt neue Gegenden, neue Leute kennen. Beziehungsweise ich kannte die eh schon. Ich bin jetzt noch nicht so weit entfernt von zu Hause. Aber ich habe gerade meinen besten Giratina gefangen. Okay, ist nicht schwer, weil so lange ist er noch nicht da.
Also Urform. Critical. 96%. Nicht Attack 15, 14, 15, 14 hat der. Wenn ich euch hier mal. Oh, und ein 10er habe ich auch für euch. Moment. 10er-Ei. Was kann ich da rausbekommen? Mantic, tut den raus, Alter. Tut den raus. Also mit dem kann man sich schon mal zufrieden geben fürs Erste. Ich meine, wie gesagt, der ist noch fast einen Monat da. Nächste Woche legendäre Mittagspause. Vielleicht kann ich mir wieder einen 100er gönnen. Ein bisschen verbessern kann man sich auf jeden Fall, aber falls nicht, falls in den nächsten, was weiß ich wie vielen Tagen, bis zum Ende des Monats kein besser kommt, ja, dann wäre ich bereit, den zu maxen. Aber wie gesagt, ich habe noch viele Chancen bis dahin. Mein Gott, der Eismann kommt. Peppa, hier erstmal einen kleinen Spezialtausch. Wartest du auch schon geduldig auf den Eismann? Nee, ich mach ihn nicht. Oha. So, hier. Ohne noch ein Glücksgigatina. Ich hatte letztens Glück, habe einen ertauscht. Der ist 96 geworden, aber nicht Glücks. Der ist einfach so mal besser geworden. Soll es auch geben. Jetzt wollen noch ein Glücksgigatina. Drückt mir die Daumen, Leute. Ist der nächste Morgen? Ich weiß nicht ganz genau, was ihr alles gesehen habt, weil ich muss das erstmal zusammenschneiden. Aber es war auf jeden Fall ein ruhiger Sonntag. Das Event momentan ist halt, gibt halt nicht wirklich viel her. Man macht halt eigentlich nur dasselbe wie immer. Plus nebenbei ein paar Käfer mehr fangen. Es war ein bisschen erfolglos, aber bis Dienstag ist noch Zeit. Dann ist das Event wieder vorbei. Dienstag sind wir wieder live. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Und dann schauen wir mal, ob da ein neues Event angekündigt wird. Wir wissen auf jeden Fall, Ende des Monats, Ende April, fängt ein Boden-Event an mit Shiny Godon. Wie gesagt, falls wir genug da zusammenbekommen zum Aufräumen der Erde. Aber das ist jetzt das zweite Event, was halt so schwach ist, sag ich mal. Was halt nicht wirklich viel hergibt, außer hier ein paar neue Shinies, ein paar Quests. Aber die üblichen Events, die wir eigentlich immer hatten davor, waren halt irgendwie mit einem Bonus, Staub, EP oder Bonbons. Und jetzt diese zwei Events waren schon eher die Ausnahme, dass da halt eigentlich nichts aktiv war. Wir haben halt diese gespaltene Meinung in der Community, wo viele sagen, yo, es waren zu viele Events, die Leute waren überfordert, die sind nicht mehr hinterhergekommen, die brauchen eine Pause. Und diese zwei Events waren jetzt halt ruhiger. Das war halt eben diese Pause, die die Leute halt haben wollten. Dann haben wir halt die anderen Leute in der Community, die sagen, yo, diese Events sind langweilig, wir brauchen irgendeinen Anreiz, wir brauchen irgendwas, weil so kann es nicht weitergehen. Weiß auch nicht genau. Ich meine, ich nehme mit, was kommt. Allgemein und in die Kommentare, habt ihr mal wieder Bock auf ein gescheites Event mit irgendeinem Bonus? Oder findet ihr diese Events momentan ganz entspannt? Zeit zum Ausruhen, Zeit zum Durchschnaufen. Was hättet ihr gerne als nächstes Event? Das unten in die Kommentare. Ansonsten gestern im Livestream noch ein bisschen geredet über das Gemunkel auf den Straßen bezüglich Armored Mewtwo, aka auf Deutsch Rüstungs-Mewtwo. Ja, da wollten die meisten Zuschauer noch genauer wissen, was da genau eigentlich los ist. Dementsprechend packe ich das hier nochmal ins Video für euch. Weil das interessiert wahrscheinlich mehrere Leute. So wie immer, der Kollege Krails hat im Code irgendwas entdeckt. Und zwar irgendwas zu Mewtwo. Da steht neue Form. Mewtwo-A gleich 133. Mewtwo-A Intro gleich 134. Mewtwo-Normal gleich 135. Das war's. Mehr steht da nicht. Und jetzt fängt halt das Gemunkel an. Vor allem steht da halt neue Form. Manche munkeln halt Mega-Entwicklungen. Und Mewtwo hat ja zwei. X und Y oder X und Y. Und dann gibt es auch noch Gemunkel über Armored Mewtwo, also Rüstungs-Mewtwo, weil Nintendo anscheinend irgendwie letzten Monat die Rechte, die Vermarktungsrechte an der Marke des Rüstungs-Mewtwo gekauft hat, sich erworben hat. Und wenn man eins und eins zusammenzählt, ich meine, ausgeschlossen wäre es nicht, weil wir haben irgendwelche Pikachus mit Hut, wir haben Evoli mit Blumenkranz, wir haben Shigi mit Sonnenbrille. Also wieso nicht Mewtwo mit Rüstung? Die Frage ist halt natürlich dann, ob die Rüstung irgendwas bringt, also ob sie ihn stärker macht oder nur optisch ein Accessoire ist, so wie bei Shigi. Den ganzen Artikel findet ihr auf meiner MMO von meinem Kollegen Noah. Der gibt sich da immer recht viel Mühe, macht gute Artikel. Ist verlinkt, könnt ihr nochmal alles durchlesen, genau. Aber ansonsten war es das eigentlich mit dem Gemunkel. Mehr ist eigentlich nicht bekannt. Wir werden es die Tage noch erfahren. Glücksfreunde müssen auch demnächst kommen. Ich denke, Dienstagabend, also im Livestream, wird wieder irgendwas Krasses angekündigt oder es kommt irgendwas Neues. Zumindest ein Event müsste eigentlich kommen. Also hoffe ich zumindest. Wobei, diese Woche könnte wieder nicht sein, weil Mittwoch haben wir die Mittagspause, Samstag haben wir C-Day und Nantic denkt sich, ja, das reicht erstmal. Und dann nach dem C-Day kommt wieder ein Event. Wird wahrscheinlich so laufen. Ach, schade. Ich hätte wieder Bock auf ein richtig geiles Event. Aber das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter.
Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.